Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's, ja, Slack, mit einem neuen Video zu GTA 5 Online. Und zwar gibt es heute mal 5 geniale Features von Rockstar Games, beziehungsweise 5 geniale Ideen von Rockstar Games, die in der Theorie wirklich mega genial waren, die dann Rockstar Games aber in der Umsetzung verkackt hat. Ja, heute geht's halt einfach, wie gesagt, um geniale Ideen, die halt in einem Trailer, beziehungsweise in einem DLC, in einer Vorstellung oder so, mega genial geklungen haben, aber dann halt wirklich, wie gesagt, als sie dann im Spiel waren, einfach eine mega Enttäuschung waren. Und ich denke mal einfach, dass das heute ein wirklich cooles Video sein könnte. Vielleicht stimmt ihr mir auch mit den Punkten zu, oder vielleicht hast du noch ein paar andere Punkte, wo du auch sagst, yo, ich weiß noch, damals, als sie das angekündigt haben, war das so geil, und dann, als es im Spiel war, war es einfach total scheiße. Schreib's mir gerne rein, und vielleicht mache ich dann noch ein Teil 2. Ja gut, dann würde ich jetzt auch noch sagen, wenn dir das Video heute gefällt, kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar, und abonnieren kannst du diesen Kanal natürlich auch gerne für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 online. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir nochmal Zeit verlieren, lass uns mal mit dem Video anfangen. Ja, und auf der Nummer 1 haben wir da tatsächlich mal die Villen. Ja, die Villen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Als die Rockstar Games damals angekündigt hat, dachten wir uns so, wow. Das muss einfach mega geil sein. Wir haben es auch im Trailer gesehen, da ist so ein Typ im Swimmingpool und dann taucht er unter Wasser auf, geht sich so durchs Haar, da sitzen dann irgendwelche Frauen am Bikini am Pool und dann kann man da mega geile Sachen machen, dachten wir, und dann waren die Villen im Spiel und wir konnten nicht viel machen. Denn das Ding ist einfach, die Villen in GTA 5, das sind keine wirklichen Villen, das sind eigentlich auch wieder nur Apartments. Denn das Ding ist, wenn wir in dieser Villa drin sind, können wir zum Beispiel nicht mal auf den Balkon, und wir sehen einfach einen Balkon wirklich vor dem Haus, der ist mega schön, aber wir können da nicht hingehen und wir können auch nicht einfach so zum Pool gehen, weil der Pool eigentlich nicht zum Gebäude wirklich gehört. Wenn man in diesem, ja, in der Villa drin ist, so, kann man nirgendwo rausgehen. Es ist sogar so schlimm, dass wenn man in der Villa ist, nicht in die Garage kann. Man muss erst das Haus verlassen, da in einer ewigen Cut-Sequenz bleiben und dann nochmal in die Garage reingehen und da auch in einer ewigen Cut-Sequenz bleiben. Wenn ihr zum Beispiel ein Apartment habt, dann ist es einfach so, ihr geht zur Tür und könnt dann tatsächlich aus dem Apartment direkt in die Garage reingehen. Und ich weiß nicht, warum Rockstar Games dieses Feature nicht reingebaut hat. Das finde ich einfach mega nervig, weil es ist auch einfach ein Feature, was einfach überhaupt keinen Sinn hat. Es ist einfach echt richtig beschissen gelöst von Rockstar Games. Ja, und generell, in den Villen kannst du nichts machen. Du hast nämlich kein anderes Feature, wo du sagst, hey, das ist was Einzigartiges. Das hat man in einem Apartment irgendwie nicht. Du kannst halt genau dasselbe machen wie im billigsten Gebäude, was man sich kaufen kann. Du kannst in deinem Apartment pennen, du kannst einen Saft trinken, einen Whisky trinken und Fernsehen schauen und duschen. Und das kannst du sogar in dem billigsten Apartment. Also wirklich, diese Villen haben absolut keinen Nährwert. Die Garagen, die sehen genauso aus wie bei den Luxus-Apartments. Man hat keinen Pool, den man benutzen kann. Man hat genau dieselben Aktivitäten, nicht irgendwie Billard oder Dart oder sowas. Nein, wirklich komplett dieselben Sachen, wie sie auch in einem Luxus-Apartment sind. Und man kann nicht mal in die Garage gehen vom Gebäude aus. Also wirklich überhaupt kein positiver Punkt. Und das war für mich einfach wirklich eine Enttäuschung. Natürlich, es war cool, hey, endlich mal Villen. Aber so Scheiße umsetzen, das konnte dann irgendwie doch nur Rockstar Games. Also da muss ich echt sagen, da war ich wirklich enttäuscht. Ich hätte mir zumindest gewünscht, dass man irgendwie auf dem Balkon kann oder irgendwie Aktivitäten am Pool machen kann. Sei es nur eine blöde Animation, dass man irgendwie von so einem kleinen 1 Meter Sprungbrett ins Wasser springt. Nein, noch nicht mal das gibt. Ja, auf der Nummer 2 von den genialen Ideen, die Rockstar Games leider in der Umsetzung verkackt hat, das ist einfach mal die Orbitalkanone aus dem Doomsday Heist DLC. In der Planung war diese Kanone natürlich mega, mega geil, aber die Umsetzung war einfach mega scheiße, weil ich glaube, ein Schuss kostet $500.000. Ein Schuss. $500.000, eine halbe Million für einen blöden Schuss. Und das ist so eine Sache, so, das bringt doch keinem was. Ich meine, sind wir ehrlich, jeder, der diese Orbitalkanone nutzt, können wir uns sicher sein, ist ein Cheater oder ein Hacker, weil niemand, der legales Geld verdient, gibt 500.000 Euro aus für einen einzigen Schuss. Das macht einfach keiner. Es ist, das ist irgendwie so Orbitalkanone, keine Ahnung. Du hättest auch einfach einen Raum machen können, wo du ein riesiges Neonschild drüber hängst, wo drin steht irgendwie, yo, hier in diesem Raum sind nur Cheater. So, das wäre genau dasselbe gewesen. Also, ich weiß echt nicht, warum es diese Kanone gibt. Natürlich, in der Planung sollte was Cooles sein irgendwie, aber die ist auch komplett überteuert und auch komplett überpowered. Das kommt noch dazu. Denn wir haben zwar ein Limit von, ich glaube, 50 Minuten oder so, dass wenn wir jetzt einmal schießen, 50 Minuten warten müssen, aber das Ding ist, wenn zum Beispiel einer eine Exportmission macht mit seinen Luxusfahrzeugen oder so, musst du einfach nur mit einem gemoddeten Account, hast du ja mehrere Millionen, da jucken dich 500.000 nicht, da kannst du einfach mit einem Knopfdruck automatische Zielerfassung drücken, du fixst ihm da mehrere Tage Arbeit und bringst ihn da um 1 Million Dollar oder so und dich
juckt's einfach nicht. Von daher, das war so eine Sache, Rocksteady Games, das habt ihr halt echt verkackt, weil, ja, das hätte man irgendwie anders machen müssen. Man hätte da ein Limit reinbauen müssen, man hätte die irgendwie, weiß ich nicht, bei Exportmissionen deaktivieren müssen, man hätte die günstiger machen müssen. Also da, das war auch so eine Sache, nee, das hätte man einfach besser machen können. Auf der Nummer 3 haben wir die Tatsache von den, ja, Dingen, die in der Theorie ganz geil waren, aber dann in der Umsetzung scheiße, bewaffnete Fahrzeuge. In der Theorie natürlich mega geil, in der Praxis sind die bewaffneten Fahrzeuge an sich auch mega geil, aber warum muss ich Versicherungskosten zahlen, wenn ich das persönliche Fahrzeug zerstöre, was bewaffnet ist? Beziehungsweise, wieso muss ich Geld zahlen, wenn ich jetzt von einem fremden Mitspieler das bewaffnete Auto kaputt mache? Natürlich sagt er jetzt, hey, du hast ja immerhin ein Auto zerstört, das geht nicht. Da musst du dann ja irgendwie für zahlen. So, ja, das stimmt. Aber schaut mal, das Ding ist, das ist ein bewaffnetes Fahrzeug. Also der Besitzer, der kann mich damit easy töten. Also warum muss ich denn zahlen, wenn ich mich selber in Sicherheit bringen möchte? Arme Spieler, die vielleicht nicht einfach so 20.000 Dollar immer übrig haben, nur wenn die einen töten, die können sich dann ja nicht wehren. Also versteht ihr, was ich meine? Auf der Nummer 4 haben wir mal die Free-Roam-Events. Ja, die Free-Roam-Events, die kennen wahrscheinlich auch noch einige von euch. Und ich weiß noch damals, ich glaube, wir haben die 2015 oder 2016 bekommen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube aber 2016. Die Idee von den Free-Roam-Events war, weil sich damals so viele Leute über die ewigen Wartezeiten aufgeregt haben in Ladebildschirmen und so, hat sich Rockstar Games gesagt, yo, weißt du was, wir machen mal ein DLC mit einem Haufen Missionen, die alle im Free-Roam funktionieren. Ohne Ladezeiten, ohne Ladebildschirm, ohne irgendwas, nein, du fährst einfach nur dahin, wo die Party steigt. Und die Mission geht los. Das Ding ist, das DLC an sich war in der Theorie cool. Im Newswire-Artikel cool. Im Trailer cool. Und in der Umsetzung schwul. Und das war ja auch schon wieder der total unangebrachte homophobe Witz. Aber warum ist es denn scheiße? Nun, die Sache als erstes ist einfach mal, man kriegt wirklich wenig Geld für die Mission. Das bedeutet, es ist nicht wirklich ein großer Anreiz, da die Mission zu machen. Des Weiteren ist es einfach so, schon damals, als das DLC rauskam, hat keiner dran mitgemacht. Keinen hat es irgendwie interessiert. Ich weiß das noch. Es gab so oft irgendwie eingefercht oder so als Free-Roam-Event und man war da dann zu dritt und musste ewig warten und dann hat man am Ende zu dritt gespielt und das war einfach mega langweilig und ja, das war einfach die Sache. Erstens, man kriegt wenig Geld und zweitens, es ist dann nie jemand da und drittens auch noch, wenn du in der Innenstadt bist, gibt es ein Free-Roam-Event, was am anderen Ende der Map ist und wenn das dann wirklich mal eine coole Mission war, musstest du einfach die ganze Map hochfahren und ich meine, das ist irgendwie genauso beschissen wie ein Ladebildschirm, wenn nicht sogar noch beschissener, weil wahrscheinlich dauert das sowieso noch länger, bis oben an die Map zu fahren und ja, beim Map fahren kann man nicht einfach irgendwie chillen, so im Ladebildschirm kann ich mir einfach nach hinten lehnen und das Spiel lädt von alleine, aber bei so einer Freeroam-Mission musste ich alleine hinfahren, also das ist auch so eine Sache, hätte man zum Beispiel eine Schnellreise-Option einfach machen können, dass man dann dahin gespawnt wird für dieses Rennen, wäre auch kein Problem gewesen, ich meine, das gibt es ja auch bei dem Helikopter, wenn wir irgendwie weiß ich nicht, diesen CEO-Helikopter bestellen und dann zurück zu unserem Apartment wollen, dann kann man auch eine Schnellreise machen und dann wird man dahin teleportiert. Also, warum nicht einfach für die Free-Roam-Events machen? Dann würde ich das vielleicht sogar öfter machen. Beziehungsweise, dann würden andere das auch öfter machen, weil man dann nicht diesen ewigen Weg hat, den man auf sich nehmen muss. Ja, und auf der Nummer 5, ich glaube, das ist der Punkt, wo wir alle wieder zustimmen tatsächlich. Das sind nämlich die Yachten. Ich weiß noch, wir sind damals komplett ausgerastet. Oh mein Gott, geil, wir kriegen fucking Yachten. Bis sie dann released wurden. Dann hat sich das relativ schnell gelegt, denn das Ding ist, diese Yachten sind einfach nur teuer und groß. Mehr nicht. Und das Ding ist, man hat auch wieder hier keinen einzigen Vorteil. Wir haben nämlich genau dieselben Minigames, die wir auch in einem Apartment haben. Wir können uns besaufen, wir können schlafen gehen, wir können duschen gehen und Fernsehen. Und das war's dann auch schon wieder. Wir haben wieder kein neues Feature. Okay, eine Sache gibt es, die den Preis von 10 Millionen Dollar rechtfertigt. Den Pool. Wir können uns nämlich in den Pool setzen und da gibt es sogar eine Animation für. Aber mehr können wir wirklich nicht machen. Und was ich sogar noch am beschissensten finde, erstens, man kann mit der Yacht nicht wirklich selber fahren, sondern kann sich nur von A nach B teleportieren lassen. Okay, sagen jetzt einige, das ist ein verdammt großes Ding so, das geht einfach nicht, weil da müsste man ein Schadensmodell für die Yacht machen und dann wird das Spiel vielleicht damit nicht zurechtkommen und da sage ich mal, okay, gut, da habt ihr vielleicht recht, so ist nicht schlimm, dass die Yacht nicht fahren kann, also dass ich die nicht selber fahren kann. Aber warum kann ich die Yacht nicht einfach so betreten, wie sie als Boot da steht? Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr auf diesem Boot seid, auf dieser Yacht, dann seid ihr eigentlich nur auf so einem
toten Gerüst. Denn wenn ihr in die Yacht rein wollt, müsst ihr erst wieder einen Ladebildschirm machen und seid dann in einem gesonderten Raum, also so wie mit Apartments. Da geht man ja auch nicht durch die Tür und ist drin, sondern man geht durch die Tür, man kriegt eine Ladeanimation und wird irgendwo hingespawnt unter die Map, wo das tatsächlich ist. Und das ist bei der Yacht genau dasselbe. Und da frage ich mich, warum nicht eine Yacht wie in einem Raubüberfall haben, so wie ihr es auch im Gameplay seht. Denn im Gameplay ist ja die Yacht nicht von den im Raum getrennt. Man kann einfach tatsächlich durch die Tür gehen und da hätte ich es mir irgendwie gewünscht. Wäre doch total cool gewesen, wenn man das hätte. Aber nein, Rockstar Games hat auch wieder das nicht gemacht. Und ja, das war es jetzt tatsächlich auch schon mit 5 genialen Ideen, die Rockstar Games total verkackt hat. Ich will jetzt gar nicht noch mehr drüber reden, weil ihr merkt es, glaube ich, ich rede mich da nur in Rage und rege mich auf. Aber gut, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video mit den 5 genialen Ideen, die Rockstar Games leider total verkackt hat. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir das, wie gesagt, mit einem Daumen nach oben zeigen oder auch mich abonnieren für die täglichen Videos von GTA, GTA 5 und GTA 5 online. Bis wir uns jetzt auch wiedersehen, würde ich sagen, wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und ciao.